So, willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Grounded, Folge 70, um genau zu sein. Hi, hi, Stone. Jo. Und ja, wir haben im Off jetzt gerade zumindest die ganzen Teile hier, habe ich rausgesucht aus den Kisten, die wir brauchen für diesen Empfänger. Na, herstellen Empfänger. Die gegrillte Wissenschaft haben wir ja imaginär anscheinend immer dabei. Und jetzt gerade wurden wir aber, als wir noch eben hier essen, achso, ich muss auch noch Essen drauflegen, ne? Sonst macht es keinen Sinn. Als wir eben noch Essen für die Reise zur Kaffeemaschine gesammelt haben, haben uns irgendwelche Feuerameisen oder Rodenameisen, die hatten so einen ORC-Empfänger auf dem Kopf. Guck mal, hier steht miniaturisiertes elektronisches Gerät. Kann nach Teilen durchstöbert werden. Wie können wir das denn nach Teilen durchstöbern? Rezepte. Okay, man kann das verwendbar für Fragezeige. Hier ist die Feuerameisenkeule, die könnten wir sogar schon bauen. Aber das war's. Sind das, wir können zum Beispiel auch Wespenbein herstellen. Ja, warte mal, ich gehe mal gucken, Ah, ob ich ja, das okay. analysieren kann, aber da steht kein Ausrufezeichen. Aber was meinen die, kann nach Teilen durchstöbert werden? Nö, kann ich nichts machen. Ungültiges Objekt. Ja, das wirkt auf jeden Fall wie ferngesteuerte Ameisen. Als wenn uns jetzt irgendeiner mit irgendwelchen ferngesteuerten Ameisen angreifen möchte. Aber kann nach Teilen durchstöbert werden? Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung, was die damit meine. Ich auch nicht. Ich kann es auch nicht als Waffe einsetzen, nicht als Nebenhand fallen lassen. Oder ich lasse mal fallen. Ja, Schon wurde es geklaut. nach Teilen durchstöbert. Ja, sonst nimm die erstmal mit. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir die bei der Kaffeemaschine oder so. Ja, wir nehmen das Essen noch mit. Ach so, ja, stimmt. Dann können wir eigentlich loslegen. Ja, ich habe die Sachen bei. Ab zur Kaffeemaschine. Oh. 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 Anfangsschwierigkeiten. Bumblebee. Bumblebee. Transformer, gleich transformiert er sich. Die gute alte Zeit. Ja, aber ja, die gute alte Zeit. Die neueren Transformer finde ich aber alle doof. Ja, ist es auch. Also. Nur das Original war. Ja. Aber momentan reizt mich auch, im Gegensatz zu damals, reizt mich kaum ein Film, dass ich irgendwie ins Kino gehe oder sonst irgendwas. Nee, eigentlich nichts. Nichts, wo man sagt, oh, das muss ich unbedingt auf dem großen Schirm sehen. Na gut, Avatar 2 habe ich. Das war das letzte, wo ich, glaube ich, im Kino jetzt war. Und Dune 2 hätte ich auch gemacht. Allerdings war ich in letzter Zeit ja gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Und ich hatte nämlich dann keine Lust, 3 Stunden da auf dem Ding zu sitzen. Oh. Lass mir Ruhe, ja. Ah, sind wir gut. Komm mal zurück, hat man noch einen Pfeiler. Pump the brakes, Rolly-Poly! Nee, das letzte Mal, wenn wir überlebt sind. Ja, welcher Film war das? Ben Hur? Nein. Earthman oder? Oder der Star Wars-Teil? Ja, Star Wars. Das war auch noch immer.
Also die meiste, die kann man dann über Streamingdienste zu Hause gucken, und es ist auch nicht so, als ob es so billig ist. Wenn du mal wirklich geht und dann Popcorn und Cola und Pam und. Ja, es ist, ist teuer geworden, das stimmt schon, da kommt was zusammen. Parken. Also. Und wenn du Glück hast, dann hast du Leute hinter dir, vor dir, mit Handy und weiß ich was. Was? Wer greift mich denn jetzt an? Okay. Ach, hier kann ich doch nicht hoch, ne? Hier. Okay. Bin da. Ja gut, was für mich immer Kino war, war auf jeden Fall Herr der Ringe, alle Teile, und Hobbit auch. Da war ich auf jeden Fall im Kino gewesen. Avatar 1, Avatar 2, sowas auf jeden Fall. Na? Ich hab damals, wenn Alien 3 rauskam, da konnte man Karte kaufen und dann wird es Teil 1, Alien, dann Aliens und dann der dritte Teil von mir. Also man hat da fast 12 Stunden im Kino gesessen. War auch erlaubt damals, um dann Essen mitzunehmen und was zu essen, was zu trinken. Ach so. Ja gut, wenn du da 12 Stunden drin bist oder so. Das war hart. Maku war aber hart. Muss man mal gemacht haben. Ich glaube, der Film, wo ich einmal im Kino war, wo richtig strange war, ne, wo ich wusste, okay, mein Humor ist vielleicht nicht immer so wie andere, ne? War wirklich Austin Powers. Ich weiß nicht, welcher Teil. Da war ich ja, ging ich auch noch zur Schule damals, ne? Und aber wir müssen nach oben, ne? Da ging ich ja noch zur Schule und da dachte ich mir, ey, komm, ich gehe in Austin Powers, ne? Ja gut, ich saß da fast alleine. Zwei saßen auch noch in dem Kinosaal. Mehr nicht. Er war, obwohl das doch erfolgreich war, die ganze Serie. Ich fand Austin Powers geil. Also, also Mike Myers, der hat das wirklich geil gemacht. Oh, nütze den. The mixture seems right. Well done. Wo ist er? Perhaps you could get a job at the Gittin Jet as a barista. Assuming all goes to plan, of course. Stone. And you're old enough to comply with any labor laws. Weißt du, wir haben jetzt schon wieder den gleichen Fehler, ne? Ja, warte. Nee, da müssen wir hier runterspringen können. Das andere ist tiefer. Hier, auf den rot-blauen Kabel. Ja, das ist der Plan. Ah, okay. Warte, ich fülle mal lieber mein Leben auf. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, ne? Hier. Achso, ich muss dahin. Ach, da müssen wir drauf drücken. Sieht schon soll, aus. Soll der Burgle, nee, der Dings muss vielleicht da raus. Soll ich mal rausholen, oder? Ja, hau mal drauf. Nicht, dass der hier irgendwie gegrillt wird oder so. Hot Brew. F. Wonderful! Amazing! Superlative! Excelsior! Ja. Oh. Er kommt auch. Starten. Oh. Ich bin mal gespannt. It looks like there are still a few bugs left in the system. We'll need to get down there and repair those mixer modules. Ja, okay. Stone, lieber. Übrigens, guck mal, siehst du da, wo die Science da oben ist? Da könnten wir bestimmt runter. Von da oben runter auf die Science und dann runter. Ja.
Also jetzt müssen wir die Dinger jetzt kaputt machen oder was müssen wir machen? Nee, reparieren. Dafür brauchen wir bestimmt wieder Teile. Okay. Was ist los hier? Oh. Guck mal, die ist schon wieder ferngesteuert. Kann man hier was machen? Die sind alle ferngesteuert. Hast du Reparatur-Kit dabei? Nee. Müssen wir jetzt reparieren, oder? Jo, ne? Oh, Hölle. Ja. Dann muss er wieder. Oder hast du Kit dabei? Warte, ne, ich habe kein Reparaturkit dabei. Warte mal. Was braucht man denn um das Reparatur? Warte mal. Ist der denn hier? Rep? Okay, man braucht rote Ameisenbrocken, Ton und grobes Seil. Wo hast du das gesehen? Um die Reparatur zu machen. Meinst ja, du? Ja, also genau, um das Reparaturwerkzeug zu machen. Ton, rote Ameise, grobes Seil. Ja, dumm ist. Warte mal, haben die? Das sind Feuerameisenteile, ne? Das sind keine roten. Shit. Oh, shit, shit, shit. Okay, pass auf, so. Dann lassen wir den Burgle wieder einmal. Ach, den Burgle hier, den Wendell einmal hier. Be careful! Wir können ja dann doch einmal in den oberen Garten hier. Weil die Sachen habe ich jetzt nicht mehr bei, dann müssen wir gleich das Reparaturwerkzeug holen. Jo. Waren wir schon auf dem Reifen hier? Nee, ne? Er raubt doch. Echt? Da unten ist auf jeden Fall irgendwas Wassermäßiges. Ich traue mich jetzt nicht da reinzuspringen, weil ich nicht weiß, wie wir rauskommen. Also ich kann mich nicht an das Ding hier erinnern. Oh, das ist ein Kaugummi. Don't even need to boil it. Oh, das ist eine Bohr. Bin hier noch bei der Kaugummi. Mhm. Bohr. Also, hier kriegt man da nicht raus, ne? Nee, das sind nur noch ein paar. Guck mal, hier liegt Werkzeug rum. Oh, hier ist eine Ameise. Hier ist Ton. Ton? Das ist nice. Wenn so eine rote Ameise hast, wäre noch geil. Ja. Ey, hier ist Rost. Ja? Nee, Feuerarbeiter. Ah, du hast jetzt meinen Hammer, ne? Shit. Ey, hier ist alles voller Rost. Ja, komm, oh. Ich muss hier aber erledigen hier. Oh, oh. Du hast einen Wespen entdeckt? Ja. Resistenz salzig, okay. Schwäche ist salzig. Und auch, glaube ich, ihren Hive habe ich. Warte, ich nehme die da oben mal kurz mit. Ja, bei mir ist auf jeden Fall Rost wie Sau. Ey, ganz viel Rost. Dann können wir gleich, dann kann ich mir noch einen rostigen Speer machen. Du musst einmal rumkommen. Auf der Karte? Wo bist du hochgekommen? Nee, nee, ich bin hier hinten, muss wieder zurück. Ist doch nicht. Hier, hier. Ich bin hier. Ich war auch da. Ich habe es hingekriegt über Tag, erst mein Cola umzustoßen. Ja. Und dann mein Cola auf der Seite zu setzen und dabei mein ganzer Kaffee umzustoßen. Oh. Ja, geil. Ich pulle die, ne? Oh, oh, oh. Okay, die habe ich vergiftet. Thank you.
Wow, 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 warte mal. Ich muss, glaube ich, tatsächlich... Brauche mal mein Schild. Ich kriege die da oben nicht. Oh mein Gott. Das Gift von denen haut aber rein, glaube ich, ne? Ja. Die Feuerwehr da, also die Gegner. Hä? Jetzt rennt er wieder weg. Ey, was ist das für ein? Das ist noch ein anderer hier. Das ist eine Wespendrohne. Die kann sich heilen, Stone. Ich sehe es. Hast du nicht andere Pfeile, die Schockpfeile? Habe ich irgendwas andere Pfeile? Nee, ich habe nur diese Dingerpfeile. Ja, können wir die überhaupt platt machen? Denn diese, guck mal, die heilt sich doch immer wieder hoch. Die ist schon wieder geheilt. Muss ich vielleicht eine so eine Sache fangen lassen, damit die runterkommt? Nee, Stone, das hat so keinen Sinn. Ja. Komm, wir hauen erstmal kurz ab. Dann holen wir uns noch den Rost. Okay, sie haut ab. Ne, sie haut. Doch, ja, jetzt haut sie ab. Also, die haut schon ganz schön Damage raus. Mit dem Gift. Aber ich habe die Drohne auch nicht gepullt, ey. Ja, ist ein paar. Oh, jo. Ist das immer noch die Drohne? Ja, die hängt da fest jetzt. Oh nein. For science. Ja. Okay, jetzt hängt er nicht mehr fest. Das ist gut, Stone. Das ist gut. Gut. Nee, in Forschungsstation. Ja, ja. Ach so, wie gehst du da rein? Jetzt greift die mich an. Stone, du musst den Rost holen. Ja, wo ist der Rost? Die andere hat er. Ja, das sind noch ganz viele Schrauben gewesen. Was ist hier eigentlich sonst noch so? Ja, guck mal, es gibt ja so Pfeile, um die irgendwie... Haut die jetzt ab? Ja. Ach, jetzt kommt wieder die Feuermeister. Wo sind die Schrauben? Ich sehe die. Ja, da wo... Ach ja, hier liegen meine Pfeile. Okay, ich will... Diese mal... Oh. Ey, was ist denn hier los? Ey. Wo geht das los? Ich mache ja mal den Käfer, ne? Hm. Oh, die geben deutlich mehr. Wohin ist hier denn hier? Ich glaube, das ist so. Jetzt kommt Mantis Power. Wo war die Mantis bei uns? Fight gegen die Drohne? Ja. Was willst du denn? Keine Ahnung, jetzt kommen ganz viele Mantis. So, das ist da hinten die Drohne, oder? Dann ist die Wespe und Wespe. Vielleicht können wir eine andere Wespe locken. Aber... Hier ist noch was. Oh, ich fliege runter, oder? Hier unten ist auf jeden Fall irgendwas voller Spinnen ich oder so. 20 Stück jetzt. Nice. Ich glaube, das reicht auch erstmal, ne? Hier ist zwar auch noch Rost. Unten, wenn du hier runterspringst. Ja. Warte, ich muss mal kurz was essen. Mm. Not bad. Ich trinke. Scheiße. Tastes good. Ist das eine Wespe oder eine Drohne? Wespe. Vielleicht pullen wir gleich eine Reste von hier rechts. Oh,
I didn't mean to bother you. Die haben wir schon gescannt. Rasenmäher. I'm burning up. Jetzt kommt da noch eine Feuerameise hinterher. Ist das Spinnengebiet oder was ist das hier? Kämpfst du gerade oder? Nein, nee, ich. Hier ist auch noch Rost. Ich spiele mit meinen Waffen rum. Da ist noch ganz viel Rost, ja, das passt. Oh nee. Ach, hier ist auch Rost. Mann, jetzt lauf mir nicht hinterher. Stein. Stein. I'm not sure if holding my hands to my face makes me see any better than with my glasses. Okay. Oh, die Sonne geht unter. Noch ganz viel. Was ist das denn hier? Ich glaube, ich habe einen Pinienzapfen. Bitte, bitte kein Hammer. Oh, doch Hammer. Scheiße. Ja, warte, ich komme so. Ich nehme noch die Rosse mit. Mhm. Was ist das denn da hinten? Das ist eine Hummel, ne? Ey, ja, genau, hier oben ist auch schon Pinienzapfen. So. Wie viel Rost? Oh, 50. Nein, 53. Wahnsinn. Also hier, wo ich bin, ist der Pinienzapfen. Ist der dahinter geglitscht, oder? Komm. Dass die roten Ameisen aber auch jeden angreifen, ne? Sei hier unten noch was? Ich glaube, hier oben war noch einer, wo ich jetzt bin. Da ist auch noch ein Pinienzapfen hier oben. Da oben. Nice, irgendwas konnten wir damit auch bauen. Ich weiß jetzt gar nicht was. Okay, ich versuche eine Wespe zu pullen. Ja. Was ist das hier? Stimmt. Ach Gottchen, komm her jetzt. Ja, Wechsel. Da. Ich bin immer zu tief, ich bin immer zu tief. Oh Gott. Wie viel Schuss habe ich noch? 29. Da. Wie was war? Oh. Okay, komm. Weiter weg. Ich hau die wieder ab. Ne, die kommt wieder. Ja, komm, wir gehen ruhig nach hier hinten hin. Irgendwo. Ja, komm, die kriegen wir kalt. Oh. Ich habe es geblockt, er hat mich trotzdem mitgebracht. Ich hasse den Ringel. Komm. Jawohl. Oh. Nee, warte. Ja.
Jo. Das Gift haut schon ganz schön rein. Was ist das denn hier? Achso, das ist nur der Körper von ihr. Okay, ich hab... Oh, infizierte Helix. Okay, warte mal. Dann gehen wir einfach mal hier rechts, gehen wir auch mal hier weiter. Ich nehme mal kurz so einen Drink. Okay, jetzt haben wir zumindest ein paar Pinienzapfen. Rost haben wir jetzt massig. Was ist das denn eigentlich? Oh, hier ist noch ein Pinienzapfen. Nice. Ey, hier ist auch Ton, ne? Grasfaser auch. Jetzt bräuchte man nur rote Ameisen. Haben wir natürlich nicht. I spy. Da ist eine Mücke. Ja, die sind hier nicht vermutlich. Warte, ich hab doch irgendwo jetzt irgendein vergammeltes Fleisch hier, ne? Ne, das nicht. Da. Müll. Oh. Mosquito on my radar. Welche ist das denn? Das ist ein Tigermücke. Aber ich dachte, die hatten wir schon, oder nicht? Mantis. Ja, was will er gegen mich machen? Ist er tot? Ja, die Mücke ist tot. Aber gab jetzt kein neues Item. Ich denke mal, wir haben sie beim letzten Mal noch nicht gescannt, wa? Ah, hier ist irgendwas unter der Erde. Wow. Okay, vielleicht gleich doch nochmal die Fackel rausholen, wa? Warte. Oh, warte, hier ist noch Fackel. Hab ich gar keine Fackel mit? Nee, ich hab meine Fackel gar nicht mit. Ah, oh, jetzt sind hier die ganzen Tiger mit. Ist da noch eins? Ja, die ist gerade gekommen. Oh, was für nervige Dinger, ne? Wie im Real. Ehrlich. Oh, die war. What the hell? Wir own you, man. Yeah. Motherfucker. So. Ist da wohl? Stumpf entdeckt. Stumpf? Ja, ist der Baum stumpf hier. Kann man hier hoch? I can't take this heat. Oh. Nicht, dass ich hier runterfalle, verdammt. Oh. Ja? Ja, ich bin zumindest runtergefallen. Du meinst ganz hoch? Oh, das geht sogar. Ja, man kann da hochrennen, aber dann war ich irgendwie, konnte ich nicht weiter. Ja, hier bleibst du hängen. Oh, da ist wieder eine Mücke. Oder? Geht das? Warte mal. Komm schon. Okay.
glaube. Oh, oh, nein, oh. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht hier hoch oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier komme ich bis hier hin. Warte mal. Komme ich auf das Blatt drauf? Jo. Und dann? Oh, shit, shit, shit. Ich will hier runterfallen. Müssen wir da drauf eigentlich? For Science immer natürlich, aber... Ja, ja. For Science... Okay. Jetzt, wow, nein, bitte. Also ich komme hier immer ein Stückchen hoch, ne? Ach, hier sind Splitter. Brauchen wir da eigentlich noch ein paar? Für Splitterpfeile bestimmt, ne? Ja. Ja. Definitiv. Warte mal. Also ich bin schon ziemlich hoch gekommen hier, ne? Nur das Ding ist Stone. Oh, ich baue komplett runter. Du hast so ein Ding, ne? Ich muss nicht sterben. Du musst nicht sterben! Oh, warte, du kannst einfach hochlaufen. Ja, okay, das ist blöd. Was ist das denn da? Oh, ein goldener Zahnstone. Ich habe keinen Hammer, verdammt. Ja, komm. Ich denke, man muss springen da. Das ist der erste Teil, aber da kannst du einfach laufen. Okay, ich habe einen goldenen Zahn entdeckt. Und man kann von hier wirklich weit gucken. Also den ganzen Garten kannst du dir angucken. Bist du nach die andere Pilze gesprungen, ja? Ja? Ja, guck mal, der goldene Zahn ist da vorne. Hast du ihn gesehen schon? Ja, muss nur aufpassen. Oh. Jawohl. Nice. Mega Müll. So. Konnte ich nicht mehr. Das hier ist doch das Innere von dem Ding, ne? Ich glaube, da ist irgendwie Quad. Vielleicht Marmor oder so, ich weiß es nicht. Da sind wir noch nicht runtergegangen, ne? Nee, innen drin noch nicht. Sollen wir unten innen drin mal reinspringen? Ja. Also ist da. Oh! Oh! Oh. Was ist das? Da ist irgendwie ein Labor. Ja, warte, ist oh, eine hier. Zecke, eine Zecke ist hier. Warte mal. Ist hier was Blaues? Ey, da. Das ist doch so ein geiles Zeckenschwert. Boah, jetzt habe ich hier wieder Mantis Action. Okay, das ist das. Ist das aber. Wow! So einfach in Mitte gesprungen? Naja, ich habe hier alles Spinne, Zecke. Wie hast du das überlebt? Ja, ich bin. Weiß noch nicht, ob ich das überlebe. Natürlich ist der Mantis tot, wenn die ganze Action losgeht. Wow, ich bin gleich tot, Werf die Scheiße! Warte mal, ich hab irgendwie Mantis-Gift, warum das denn? Weil du Mantis versucht hast. Meinst du denn, Mantis? Ja, überleg mal, ich hab jetzt immer noch den, das stärkere Gift am Wirken. Hast du die Zecken hier aufgesammelt, die hier waren? Ja, die eine habe ich gesehen. Ist da noch? Ich höre noch eine Spinne. Guck mal ganz kurz, was ist hier? Geht das hier rein? Nein.
Oder doch. Aber geht nicht genug rein. Warte. Puh, 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 puh. Das war ganz schön knapp. Ich muss auch was essen kurz. Machen wir das. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. No. Das ist eine Pflanze. Ich will noch mehr Zecken haben. Wo sind die? Oh, hier sind Zecken. When hiking, you're supposed to wear your socks over your pants to keep the ticks out. Also zumindest eine. Warum muss hier denn wieder so eine rote Ameise sein? Ich fasse es nicht. Ja, lass es dann normale sein. Aber ab und auf. Worauf hauen die denn jetzt noch? Eine Zecke. Der geht mir aber schon ein bisschen auf den Sack manchmal, ne? Oh, Mücke. Hier ist noch Zecke? Wo ist Zecke? Also viele Zecken wie möglich, ne? Weil dann können wir dieses Schwert machen. Ja, das ist so viel wie möglich. Ich werfe damit, wie viel man möchte. Meine Güte. Meine Güte. Was ist denn hier drin? Ey, das ist mehr Chaos hier als alles andere. Entschuldigung. Okay, wie viele Zecken habe ich denn mit? Zecken, Zecken, Zecken. Alter, Wespenpanzer und Wespenbeine habe ich. Aber wo sind die Zecken? Hä? Ich weiß nicht, wo die Zecken sind. Ich bin hier. Was hört? Oh, hier. Hier ist noch ein. Ich komme, ich komme. Noch eine rechts. Ja, genau. Noch eine. Drei Stück. Oder? Ja. Ich habe auch noch Zecken. Oh, jetzt kommt wieder ein Max. Ja, vielleicht schalte ich den aber aus. Nein, dieses Mal. Jetzt komme ich. Zeckenzahn habe ich 12 Stück dabei. Wie sehen die? Ach, die sehen aus wie so Spinnenzähne. Ach, dann habe ich die da. Ja, klar. Aphids, nature's lollipops. Now you speak in my language. Jo. Jo. Also, ich habe jetzt keinen Pinienzapfen mehr gesehen, aber wir können jetzt langsam aber sicher Richtung nach Hause laufen. Warte, warte noch kurz. Was war hier noch? So ein Cookie. Da bewegt sich irgendwas. Ist hier ein Wespe? Ah, das ist wieder Wespendrohne. Oh, ich fange. Oh, hier ist oberster Marmor, wo ich bin, Stone. Ich habe keinen Hammer. Und ein Pinienzapfen ist hier noch. Hm? Oh, wieder so ein Scheiß. Feuermeister. Ah, noch ein Feuermeister. Kommt doch alle mit. Ja. So, hier ist einmal oberster Marmor und da ist ein Pinienzapfen. Oh, mein Inventar ist. Ja, ich nehme, ich nehme, ich nehme. Da sind auch noch Puppen. Also hier ist geiler Stuff, ne? It's no lemon crime, but it's better than nothing. Ey, hier bewegt sich überall das Gras, ne? Okay, den kennen wir schon. Oh, Nashornkäfer, warte.
Wir sollen Bienen zapfen, aber... Ja, sollen die noch stecken. Ich muss den mal ausschalten. Jetzt kommt der Kugelkäfer. Oh. Ich hab... lass mir mein Haar auf. Ich hab doch aufgesammelt. Hier, hier ist noch eine. Eine ist da noch? Hab ich. Go. Ja, wo ist denn hier mal der Ausgang? What is here the outgang? Outgang! So. Warte mal, hier ist ein Rohr. Irgendwann ist da im Wasser gestorben. Kann man liegen lassen. Oh, Stone, du musst hier hoch. Ich brauch den Hammer Guy. Oh, da hinten drin sind auch noch robuste Quarzits. Here we go. Yes! Hast du noch Platz? Nee. Warte mal, Pollen kann ich wegschmeißen. Warte mal. Ein Platz. Ich lege da jetzt alle mal in der Ecke. Ja, ich habe zwei Plätze. Okay, sau klug waren wir. Kannst du das aufsammeln oder muss ich das auch sammeln? Nein, muss ich auch sammeln. Nicht noch Platz reinmachen. Warte, Inventar voll, warte. Nee. Ich kann bestimmt noch was wegschmeißen. Warte. Ja, ich hab hier. Warte, ach, ich kann die Pfeile aufeinander stapeln, okay? Warte, ich kann noch. Kann ich das reparieren mit. Komm schon. Ein Steckmucken reparieren, ja. So, jetzt bin ich wieder im Game. Back in Action. Voll so, bewaffnet. Okay. Wo ist die Mauer? Na ja, gut, hier war das Blatt, ne? Dann ist hier doch, glaube ich, schon die Mauer, ne? Jo, hier ist die Mauer. Ach, da hinten sehe ich auch das Seil. Also nice. Okay, jetzt müssen wir mit Reparaturwerkzeug zurückkommen. Für das Ding. Und gucken jetzt, ob wir das Zeckenschwert bauen können. Yeah. Also ich hoffe nur, dass es kein Zweihänder, weißt du? Damit man das Schild noch nutzen kann. Ich gehe davon aus, dass es ein Einhänder ist. Immer positiv, ne? Immer positiv. Ach ja. Na, hör ich dich? Ja, da ist die mutierte Spinne, die ist unten. Ey, Gott sei Dank hatten wir jetzt so einen Löwenzahn bei, als wir da zum Baumstumpf waren. Hätten wir wieder nichts bei gehabt, ey. Obwohl, es gibt, glaube ich, eine Mutation, da hast du Gummibeine oder so, dann kannst du einen Sturz aus großer Höhe überleben. Es ist natürlich, ja, eigentlich sollte man die viel öfter wechseln, abhängig von... Was du machst, natürlich. Ich benutze es nur für die große Entborne. So, warte mal, was haben wir jetzt alles? Die Frage ist auch, wo rein stapeln, ey? Warte mal. Oben sind noch Kiste. Da muss
Ja, ich gucke erst mal, was ich einstapeln kann. Saurer Klumpen, Holzsplitter. Und hier kann ich hier noch was einlagern. Spinnengift. Ah, wir müssen, ich muss auch analysieren, warte mal. Tonholz, bitte. Nice. So, analysieren. Pass auf, erstmal die Zecke scheiße. Okay. Kein Baum für mich. Dann die Wespenbeine. Vespidot und Reparaturkleber. Okay. Achso, und den Pinienzapfen auch noch. Ach, den kann ich jetzt nicht analysieren. Shit. Okay. Ja. Oh. Wo ist jetzt das? Ja, Mann. So, warte mal. Zecken-Obsidian-Schwert. Zeckenzahn, Fusselseil. Ich baue mal einen. Der hat auch Lebensraub. Warte, ich sortiere mal die anderen Sachen rein. Pinienzapfen können ruhig hier. Ne, können unten eigentlich rein. Ja, wo? Ja, tu die hier zu den Gräsern hier links. Die müssen wir auch noch analysieren. Aber der hat gerade keinen Saft mehr. So. Dann auch mal die da rein. Bitte? Ja, ist ein Einhänder, ist ein Einhänder. Okay, dann musst du dir das auch bauen. Das ist, glaube ich, geil. Oh, der ist auch schnell unterwegs. Aber da war doch noch ein... Ist die hier oben in der Kiste? Wo ist der? Wir haben keine mächtigen Klumpen mehr? Da müssen wir es herstellen. Was haben wir nicht? Ja, mächtige Klumpen, die müssen wir es herstellen. Oder man geht zum Beispiel salziger Batzen. Die Frage ist, wenn man es salzig machen möchte, dann hat man ja... Warte mal, mächtige Klumpen ist 35, 35. Weißt du, warte, ich mache das salzig. Ja, mach. Habe ich gemacht. Okay, jetzt hat die irgendwie salzig Schaden. Oh, komm. So, wie viel Schaden macht die denn jetzt eigentlich? Schaden und der hier? Nice, von der Geschwindigkeit ist das genauso wie das andere, auch Lebensraub und macht ein bisschen mehr Schaden. Und mächtige Klumpen werden gerade hergestellt und kann ich auch noch salziger machen? Jo. Erfordert Kochkunst. Haben wir keinen Kochkunst? Das ist keine... Weiß ich nicht. Nee. Haben wir denn überhaupt gar nicht mehr hier diese... Kugelkäferpanzer, haben wir die gar nicht mehr? Ist alles so scheiße voll hier. Was ist das? Ein Mutation? Nee. Doch. Oder? Zecken tue ich mal da rein. Isolierender Larvenstachel. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Das ist alles voll hier. So, alles voll. Ah, weißt du was? Ja, stimmt. Guck mal, wenn du das salzig machst, ich habe einen Rüsselkäfer getötet. Und guck mal, was dabei, was du sofort in deinem Inventar hast. Das ist sofort essbar. Okay, das ist aber geil. Du hast ihn sofort gepökelt.
Instant gepökelt hast du den. Also kannst du unterwegs einfach so irgendwelche Dinger da, die normalerweise auch auf dem Grill können, kannst du dann sofort essen. Ist nice. Das ist very nice, ja. Gehst du noch da rein? Du gehst nicht mehr da rein, du auch nicht mehr. Wir machen einfach alles voll hier. So. Läusedörrfleisch habe ich auch nämlich schon. Ja, ich habe ein. Ja, nice. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Ja. Ja. Gerade werden mächtige Klumpen gemacht. Die sind wohl fertig. Ich mache da nochmal salzig. Ja, wir müssten auf jeden Fall, wenn wir das noch öfter haben wollen, also noch höher leveln und noch mehr Waffen mit Salz machen, dann bräuchte man mehr Salz aus dem Sandkasten. Also wie viel braucht das jetzt? Ein Brocken oder? 5 Brocken. Einmal kannst du das noch machen. Du kannst das auch machen. Weil 3, glaube ich, mache ich gerade noch. Oh. Okay. Ja, genau. 2 haben wir noch. 3 Salzbrocken mache ich noch. Mhm. Warte. So. Brauche ich denn jetzt immer Salz, um das zu verbessern? Ja, jetzt bräuchte ich für Level 7 bräuchte ich salzige Batzen, 10 Stück. Aber ist erstmal okay. Weil das Schwert macht auf Stufe 6 schon mehr Schaden als das Rapier in Stufe 7, weißt du? Warum sehe ich die nicht? Das ist bei Waffen 1, 2, 3, 4. Das vierte Schwert, Zecken-Obsidian-Schwert. Ja. Wir brauchen 3 Zeckenzähne. Echt? Haben wir nicht genug gehabt jetzt? Mhm. Wir haben 7, wir brauchen 10. Ah, aber das ist okay. Wir haben 1, du kannst also Essen erstellen unterwegs für uns. Das stimmt, das stimmt. Okay. Ja gut, Stone, dann machen wir erstmal Ende mit, warte mal, was braucht man jetzt noch? Reparaturwerkzeug brauchten wir da, ne? Hier. Hast du schon? Ich hab eins. Linke, hast du? Ich hab es. Jo. Nimm so. So. Und wir haben auch alle Materialien, ja. Ja, warte, ich analysiere noch. Ne, Pinienzapfen habe ich jetzt nicht bei, ne? Warte mal, wo ist der? Ist der oben? Ne, der war unten, glaube ich. Ist auch egal, wir analysieren den noch. Jo, hier ist er. Bevor wir die Folge beenden. Aber ich glaube, da wird auch nichts bei rumkommen. Weil Pinienzapfen braucht es ja auch für dieses Zeckenschwert. Hm. Große Vorratskiste. Großes Plattenlager, großes Stängellager, Fliegenlampe. Okay, da kam jetzt doch ein bisschen was. Ja, die Frage ist, was braucht man für so eine große, ne? Fliegenlampe, die sehen auch cool aus. Okay, hier ist die normale Vorratskiste. Hier ist die große. Pinienzapfen, Fusselseil. Ey, wir können eine herstellen. Außer wir bräuchten noch ein bisschen Saft. Ja, Saft haben wir. Ja. Ja, aber ich kann. Hast du Saft in deinem Inventar? Dann kannst du die fertig machen, hier die Kiste. Jo. Nice. Oh, das ist gut. Ja, geh mal rein. Das ist 4. Wow.
Nice, die haut ja richtig rein. Die andere hat, die hat ganze zwei Reihen mehr, ne? Also. Hier, öffnen wir hier auch nochmal eins? Ja. Das ist die Öffnung so, oder? Ja. Ne, ich glaube nicht, oder? Nicht? Nee. Ja, doch, den da, nee, mach, lass, mach, mach nicht. Ich glaube, vorher war richtig. Okay. Nice. Nice. Very nice. Okay. Ja gut, dann war es das mit Folge 70. Mit der Kaffeemaschine müssen wir dann in der nächsten Folge gucken, dass wir da irgendwas machen. Und wir die ans Laufen kriegen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, es hat gefallen. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich freuen. Ciao, ciao. Ich dachte schon.